Hallo, hier ist die Duni und heute haben wir die Themen Heterophobie und der Unterschied zwischen Underground und Mainstream-Lesben. Viel Spaß! So, für unser heutiges Wochenthema, also es ist ja freie Themenwoche und ich habe mir diese Woche mal auch ein etwas ernsteres Thema ausgesucht, nicht nur Frisuren und so ein Krams, nicht? Für mein heutiges Video habe ich mir Unterstützung geholt. Das ist die Patricia, die kennt ihr eventuell noch aus dem Liebe ohne Sex, Sex ohne Liebe Video. Oder war das umgekehrt? Ich weiß nicht. Stell dich einfach mal vor. Ja, ich bin Patricia, ich bin 25 und komme aus Bremen. Aus Bremen, genau wie Icke. Ja, und sie ist heute aus dem Grund hier einfach auch, weil ich das auch interessant finde, auch mal andere Menschen im Video mit einzubringen. Und im Grunde hat sie mich zu diesem Thema gebracht und anstatt ich das einfach aus zweiter Hand wiedergebe, was sie zu sagen hat, haben wir uns gedacht, hey, machen wir das mal zusammen und ja, machen das einfach mal zusammen. Ist besser. Ja, wir fangen jetzt mal mit dem Thema Heterophobie. Heterophobie, was ist Heterophobie? Man kennt ja eigentlich nur Homophobie. Man denkt ja eigentlich heutzutage, Heterophobie ist ja sowas von selbstverständlich einfach auch so, weil wir, ich denke mal, dass die meisten von uns, deren Eltern heterosexuell sind, Verwandte, Freunde, Klassenkameraden, Lehrer, whatever, aber es gibt sie wirklich, die Heterophobie, und besonders auch in der Szene vertreten. Ich finde, es sind einige so sehr damit beschäftigt, gegen Homophobie zu kämpfen, dass es schon zur Heterophobie wird. Ja. Oder? Also, es ist sehr radikal und zum Teil auch böse und auch diskriminierend, aber ich glaube, es ist gar nicht so, fällt gar nicht so auf. So, bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich nochmal ausdrücklich mitteilen, dass ich weder was gegen die Mainstream-Szene habe, noch gegen die Underground-Szene, noch sonst irgendwas. Und ich meine damit auch nicht, dass alle Homosexuellen, die für ihre Rechte kämpfen, auch gleichzeitig heterophobisch sind. Das möchte ich natürlich nicht sagen. Ich meine einfach, es gibt vereinzelte und auch vereinzelte Gruppierungen, was mich persönlich stört einfach. Deswegen denk nicht, ich sage jetzt alle Szene, Lesben sind jetzt voll böse und voll anti hier, ne? Nee, das meine ich nicht. Ich meine wirklich nur bestimmte Personengruppen. So, wo macht sich Heterophobie bemerkbar? Mir ist das zum Beispiel häufig in sozialen Netzwerken aufgefallen. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. SchülerVZ, WeitVZ, Facebook. Ist es da schon des Öfteren aufgefallen, dass es zum Beispiel Gruppen gibt, die nicht gegen Homophobie sind, sondern gegen Heterosexuelle irgendwie? Ich meine, klar meint man das auch auf humorvolle Weise, aber es gibt auch Menschen, die finden sich wirklich davon angegriffen einfach auch. Und auch in Szenepartys, wenn da eventuell sich doch mal eine heterosexuelle Frau oder ein heterosexueller Mann reinwagt, und er wird vielleicht beschnuppert, so ey, Frischfleisch, yo. Und der oder diejenige gibt preis, nee, ich bin heterosexuell, dann kann es gut sein, dass diese Person auch gleich diskriminiert wird. Oder schief angeguckt. Oder gefragt wird, ja, mit wem willst du denn überhaupt hier? Patricia, wo hast du das schon erlebt? Woher kennst du das? Ich kenne das durchaus von Mainstream-Szene-Partys. Mainstream-Szene-Partys? Genau. Okay. Also Mainstream-Szene-Partys, in denen auch wirklich teilweise gesagt wird, oh, was macht die Hete denn hier? Oder was macht der Typ hier? Der ist doch gar nicht schwul oder die Frau. Okay. Ja. Kam dazu noch auch viel mehr abwertendere Bemerkungen oder einfach nur die Hete hier? Es waren eher Blicke, einfach dieses... also diese, ja. diese, wenn Blicke töten könnten, dann wäre die Hete jetzt von dannen. Ja. Doof. Aber es ist auch nicht nur, dass heterosexuell ausgegrenzt werden, auch alles, was anders ist. Also auch Underground-Leute. Zum Beispiel Leute wie du jetzt.
Ja, Underground. Ja. Das Thema Underground gehen wir auch gleich noch viel näher ein. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, so sehr, dass gewisse Gruppierungen, Menschen, blablabla, ihr wisst, was ich meine, so sehr damit beschäftigt sind, um ihre Toleranz zu kämpfen, dass sie einfach intolerant werden. So. Und ich finde, das darf einfach nicht sein. Ich meine, wir sind ja alle queer, ist ja das neue Modewort. Queer, ne? Queer. Wir sind alle anders verrückt irgendwie. Anders verrückt, anders tickend. Und ja. Sag du mal was dazu. Frei aus deinem Herz. Also, es gibt viele, die gerade auch in der lesbischen Region, die für Toleranz kämpfen oder die durch ihr Aussehen, durch ihr Auftreten als Lesbe wahrgenommen werden wollen, dann aber von sich aus heterosexuelle ausgrenzen. Allein durch ihr Auftreten oder durch die Aussagen? Nee, gar nicht mal. Das fängt schon im Freundeskreis an, dass sie nur unter sich sein wollen. Also das sieht man dann schon in Freundeskreisen, in diversen Netzwerken. Dass sie sich auch nicht mit Heterosexuellen auseinandersetzen wollen oder sie schon gar nicht als im Freundeskreis haben wollen. Aber die Frage ist, warum möchte man sie einfach nicht in ihr Freundeskreis haben? Einfach weil es nicht dieselbe Sexualität ist oder weil sie andere Meinung sind, weil ich muss jetzt mal einwerfen, Patricia hat heterosexuelle Freunde, ich habe auch heterosexuelle Freunde, die ich sehr schätze und liebe auch, und ich suche mir meine Freunde auch nicht nach der Sexualität einfach aus, und ich finde, das darf es einfach nicht sein. Und klar, man grenzt die heterosexuellen Freunde aus, die mit der Sexualität nicht klarkommen, das ist klar. Und so soll es ja auch sein, meiner Meinung nach. Ich glaube, es ist die Engstirnigkeit, dass sie einfach nur in ihrer Welt leben, in der alle so sind wie sie selbst. Aber das ist ja nicht alles. Nee, auf keinen Fall. Und so definieren sie sich und werden dadurch intolerant allen anderen gegenüber. Ja. Gibt es auch noch deiner Meinung nach andere, sagen wir mal, Orientierungen, die sie nicht tolerieren? Oder nicht tolerieren wollen? Nee, wüsste ich nicht. Also ich denke, dass sowas wie Transsexualität vielleicht auch etwas komisch für sie sein mag. Oder vielleicht gerade damit am besten zurechtkommen. Es ist halt unterschiedlich. Okay. Und um das Thema auch mal langsam abzuschließen. Du bist ja aus der, sagen wir mal, du bist in der Underground-Szene. Ja. Du bist jetzt nicht ein Mensch, der sich auch nur mit heterosexuellen Menschen umgibt und auch gerne homosexuelle Menschen kennenlernt, ja, aber leider auch die falsche Erfahrung hat, damit gemacht hat. Möchte ich gerne mit dir auch jetzt über das Thema der Unterschied zwischen Mainstream und Underground-Szene, Lesben, Queer, Homo, Gay, whatever, Popo-Pika-Veranstaltung reden. Ja. So, da wir jetzt von Heterophobie in der Szenewelt springen wir jetzt erstmal auf das Thema der Unterschied zwischen zwischen der Mainstream-Szene und der Underground-Szene. So, da ich im Punktu Lesben-Szene weder Fisch noch Fleisch bin, das heißt, ich schaue, was es in der Mainstream-Szene los ist und was es in der Underground-Szene los. Das heißt, ich möchte nicht direkt irgendwo in eine Schublade gesteckt werden, möchte auch allgemein im Leben nicht. Aber jetzt hier Patricia, sie ist so meine Vertreterin für die Underground-Szene. Die Meinung vieler Mainstream-Szenen kennen wir ja, und viele sind in der Szene, was ja gar nicht verwerflich ist oder so, überhaupt nicht, das möchte ich gar nicht sagen. Aber ich finde, man sollte sich auch mal die andere Seite oder die untere Seite oder die Gegenseite einfach auch mal anhören. Und dazu habe ich Patricia auch mal ein paar Fragen aufgeschrieben. Wenn du Lust hast, beantwortest du sie? Ja? Nein? Wie lange? Sowas schneide raus. Ja, okay.
Dazu möchte ich Patricia auch ein paar Fragen stellen. Ich muss mal spicken. Okay. Was ist für dich der Unterschied zwischen der Underground-Queer-Szene und der Mainstream-Queer-Szene? Naja, es gibt ja nicht wirklich eine Mainstream-Queer-Szene. Es gibt eher eine Mainstream-Gay-Szene. Der Unterschied ist, dass sich alles auf Underground-Szene-Partys trifft. Und das ist dann auch nicht unter den Aspekt, wir sind alle queer, wir müssen alle zusammen feiern, sondern dass man ein gemeinsames Ziel hat, abends hinzugehen, sich feiern, eine Band anzuschauen oder zu guter Musik zu tanzen, zusammen zu sein, zu trinken, Spaß zu haben. Und also, dass es da nicht irgendwie um schau mich an, ich bin gay oder so etwas, Pride! Sondern dass, dass es eher ein Miteinander ist. Toleranz und Respekt und Akzeptanz. Und das hast du in der Mainstream-Gay-Szene jetzt nicht kennengelernt? Ja, nee. Nee, da ist irgendwie, ich habe auch den, von dem, was ich gesehen habe, hatte ich auch eher so den Eindruck, dass jeder mehr mit sich selbst beschäftigt ist. Also, dass es nicht darum geht, miteinander zu feiern, sondern dass es eher, ja, die Nächstbeste klar zu machen und ins Bett zu schleppen oder. Wurdest du selber schon mal auf so einer, dadurch, dass du schon mal auf solcher Veranstaltung warst? Beiden, Mainstream und Underground. Sprichst ja natürlich aus Erfahrung, du sprichst ja natürlich nicht mit Vorteilen an. Würdest du sagen, was für Erfahrungen hast du jetzt in der Mainstream-Szene gemacht, dass du so abgeneigt bist dagegen? Ja, einfach dieses, wie gesagt, diese Intoleranz Heterosexuellen gegenüber, dann dieses, alle wollen bunt sein und sind es aber auch nicht vom Herzen. Okay. Also im Grunde hat die liebe Patricia schon all meine Fragen in einem durch beantwortet. Falls ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr die auch gerne stellen. Wir beantworten sie euch natürlich. Ne? Ja. Wenn auch gerne gemeinsam oder und mit einem neuen Video, falls es wirklich so, aber ich glaube, so schon jetzt nicht. Ja, das war's dann wieder von uns am Freitag bei The Nosy Rosy. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Muah, muah, tschüss. Frieden. Bye.